Sehen wir uns das Programmierkonzept der Funktionen noch anhand unseres Max-Beispiels an und schreiben die Maximumsuche in eine eigene Funktion. Die Funktion soll die größere Zahl von je zwei ganzen Zahlen berechnen und das Resultat zurückgeben. Auch hier gehen wir wieder anhand der vier Fragestellungen systematisch vor. Unsere Funktion soll das Maximum aus zwei Zahlen bestimmen. Nennen wir sie daher einfach einmal Maximum. Die Funktion soll die größere von zwei ganzen Zahlen bestimmen und dieses Ergebnis möchten wir dann weiterverwenden. Da die zwei Zahlen ganze Zahlen sind, wird auch das Ergebnis eine ganze Zahl sein. Wir erwarten daher also ein Resultat vom Datentyp int. Die Funktion benötigt zur Berechnung des Maximums die zwei Zahlen. Diese können mit jedem Funktionsaufruf beliebige ganzzahlige Werte haben. Daher geben wir sie der Funktion als Parameter vom Datentyp int mit. Wir deklarieren sie mit int a und int b. Hier wieder in den runden Klammern. In dem Funktionsrumpf programmieren wir den auszuführenden Code, der alle Schritte beinhaltet, um die größere der zwei Zahlen zu bestimmen. Dazu machen wir mal zwei geschwungene Klammern und wir deklarieren dazu eine Variable max vom Typ int. Diese soll am Ende der Berechnung das Maximum beinhalten. Im ersten Schritt setzen wir einfach eine beliebige der zwei Zahlen ein, zum Beispiel a als Maximum. Dann vergleichen wir die zweite Zahl b mit max, hier einfach mit if max ist kleiner als b. Und falls b größer als max ist, dann muss b unser neues Maximum werden. Wieder zwei geschwungene Klammern und dann max ist gleich b. Wir weisen daher dann b unserer Variable max zu. Falls b kleiner als a ist, machen wir nichts und max erhält weiterhin den Wert von a. Die Funktion ist nun fast fertig. Wie Sie hier am rot unterwählten Hinweis erkennen können, ist Processing noch nicht ganz zufrieden. Wenn wir draufklicken, erfahren wir auch warum, nämlich hier unten. Und Processing meldet, dass wir einen Wert zurückgeben müssen. Offensichtlich kennt Processing also den Rückgabewert der Funktion noch nicht. In unserer Funktion haben wir das Maximum in der Variable max gespeichert. Max beinhaltet nach dem Ausführen des Funktionsrumpfes das Endergebnis der Funktion. Wir müssen Processing aber nun explizit sagen, dass diese Variable unser gewünschtes Endergebnis beinhaltet und zurückgegeben werden soll. Das bedeutet, wir müssen diesen Wert als Rückgabewert der Funktion festlegen. Das funktioniert mit dem Schlüsselwort return. In unserem Beispiel steht das Endergebnis in der Variable max, also schreiben wir return max, gefolgt wieder von einem Strichpunkt. Damit teilen Sie Processing mit, dass der Wert in der Variable max als Ergebnis der Funktion zurück an die Stelle des Aufrufes geliefert werden soll. Unsere Funktion maximum ist jetzt bereit aufgerufen zu werden. Im Setup-Bereich können wir sie jetzt einmal testweise ausführen. Wenn wir also das Maximum der Zahlen 8 und 15 berechnen wollen, dann schreiben wir einfach in den Setup-Bereich Maximum und geben die Zahlen 8 und 15 in den runden Klammern als Parameter mit. Da die Funktion Maximum uns eine Zahl als Ergebnis liefert, können wir diese natürlich auch speichern. Dafür deklarieren wir eine Variable num als Integer und initialisieren sie direkt mit dem Ergebnis der Funktion. Also hier vorne, int, num und n ist gleich. Wenn Sie den Rückgabewert einer Funktion nicht speichern, dann geht dieser verloren und Sie können nicht weiter damit arbeiten. Da wir das Ergebnis in der Variable num gespeichert haben, können wir es aber nun weiterverwenden. Wir werden es hier einfach auf der Konsole ausgeben und wir werden sehen, dass hier tatsächlich die größte der zwei Zahlen, nämlich 15, zurückgegeben wurde. Dazu hier einfach im Setup-Bereich noch print, num, das Programm starten und wir sehen hier, die Zahl 15 wird ausgegeben.
Funktionen bringen uns viele Vorteile. Durch die Strukturierung des Codes ist er verständlicher, übersichtlicher und besser nachvollziehbar geworden. Natürlich haben Sie die Funktion in diesem Fall selbst geschrieben und verstehen, was sie macht. In dieser Hinsicht sparen Sie sich zunächst noch nicht viel Schreibarbeit. Dies muss aber nicht immer der Fall sein. Verwenden auch andere Programmierende Ihr Programm, ist es auch für Sie einfacher und verständlich und vice versa. Durch das Auslagern von Abschnitten in Funktionen wird der Code im Setup- oder Draw-Bereich selber kürzer und ist damit einfacher lesbar. Statt eines Codeblocks mit einem Kommentar haben Sie jetzt an diesen Stellen nur mehr eine Anweisung mit dem Funktionsaufruf. Der Funktionsname beschreibt, was gemacht wird. Sie ersparen sich die Schreibarbeit, denn Sie können Funktionen mehrfach verwenden. Stellen Sie sich vor, Max müsste nicht nur das größte Alter finden, sondern auch die längste Studiendauer dreier Absolventinnen. Dazu wäre ja auch wieder ein Maximum zu berechnen, nur eben jenes der Studiendauer. Die Funktion können Sie also mit den einzelnen Studiendauern als Parameterwerten einfach wiederverwenden. Das Verwenden von Funktionen hilft Ihnen aber auch bei der Fehlersuche. Stellen Sie sich vor, Sie rufen die Funktion für die Suche mehrmals auf. Wenn Ihr Algorithmus zur Suche des Maximums einen Fehler enthält, brauchen Sie diesen nur an einer Stelle ausbessern, nämlich innerhalb des Funktionsrumpfes. Wenn Sie keine Funktion verwenden und jedes Mal den Code kopieren, müssen Sie ihn in jeder Kopie des Codeabschnitts ausbessern. Funktionen helfen also auch dabei, Fehler lokal zu halten. In diesem Kapitel haben Sie Unterprogramme kennengelernt. Mit ihnen haben wir Programme strukturiert und Funktionalitäten variiert. Dadurch sind wir flexibler in der Verwendung von Programmteilen geworden und haben zudem mehr Überblick über den Programmcode erhalten. Um diese Themen zu festigen, finden Sie in diesem Kapitel wieder passende Übungsbeispiele und weitere interessante Codestücke. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Programmieren.